Unsere Themen am Freitag. Nach dem Brexit, welche Probleme gibt es jetzt bei Reisen auf die Insel? Falco meets Queen, zwei Musiklegenden treffen sich in Cottbus. Und Staatstheater bringt Komödie, manche mögen's heiß, auf die Bühne. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Cottbus, Ihr Wirtschaftsstandort. Die Entwicklungsgesellschaft Cottbus ist Ihr Ansprechpartner und öffnet Ihnen die Türen. Bei Ansiedlung, zu Fördermitteln, bei Existenzgründung, bei Expansion, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Wir bündeln die Kräfte für Ihren Erfolg. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, Ihr Unternehmen. Herzlich willkommen zu LTV aktuell an diesem heißen Freitag. Manche mögen's heiß, ist der wohl bekannteste Film mit Marilyn Monroe. Und genau darauf kommen wir zum Schluss der Sendung noch einmal zurück. Wettermäßig war es für viele heute aber sicher schon eine Spur zu heiß. Heiß debattiert wurde heute auch über die Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen. In einer ersten Stellungnahme bedauert der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, Dr. Wolfgang Krüger, diese Entscheidung. Etwa 300 Unternehmen mit einem Exportvolumen von fast 470 Millionen Euro haben derzeit Geschäftsbeziehungen zu britischen Firmen. Der Hauptgeschäftsführer der IHK rechnet damit, dass sich der Austritt für die Südbrandenburger Wirtschaft bemerkbar machen wird. Klein- und mittelständische Betriebe müssten sich auf Handelshemmnisse und mehr Bürokratie einstellen. Die Auswirkungen des Brexit auf die Wirtschaft ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Das Vereinigte Königreich ist für viele Cottbusser auch ein beliebtes Urlaubsziel. Wir fragten im Reisebüro Last Minute nach, welche Probleme es jetzt bei Reisen auf die Insel geben könnte. Also wir glauben nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen auf den Tourismus haben wird, bis auf das Procedural, das bei der Einreise, also auf sicherlich andere Bestimmungen gelten werden. Und das Geld musste ja eh schon umgetauscht werden. Sie hatten ja kein Euro und somit glauben wir nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen haben wird. Man muss natürlich auch sehen, dass Großbritannien nun nicht ein Hauptreiseland ist, wie zum Beispiel Spanien, Mallorca, Kanaren und so weiter. Aber es war schon gefragt mit Rundreisen, Mietwagenrundreisen, geführte Rundreisen und wir glauben nicht, dass es da irgendeinen Abstrich geben wird. Ein höllischer Schreck wurde zwei Frauen in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch in Großrheschen eingejagt, als sie von einem schwarzen VW verfolgt wurden. Dabei wurden sie mehrfach ausgebremst und geblendet. Die Männer im PKW trugen Masken und aus dem Fenster wurde eine Pistole gehalten. Allerdings hatten die Verfolger nicht mit der Courage der Frauen gerechnet. Sie erstatteten umgehend Anzeige und kurze Zeit später gelang es der Polizei, die Täter zu stellen. Neben dem Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr erwartet den 21-jährigen Fahrzeugführer nun eine unangenehme Überprüfung seiner Eignung als Führer von Kraftfahrzeugen, im Volksmund auch Idiotentest genannt. Auch in unserem ersten Beitrag der Kurznachrichten geht es um Verkehrssicherheit, allerdings weniger um Dummheit als vielmehr um fehlende Routine. Üben, üben, üben. Die Durchfallquoten der praktischen Fahrradprüfungen seien zu hoch. Das gab das Amt für Prävention der Polizeidirektion Süd bekannt. Demnach bekommen Schüler der 4. Klassen zu wenig Praxis, um bei der Fahrradprüfung zu bestehen. Das gemeinsame Projekt von Stadtsportbund, Verkehrswacht und Polizeiinspektion widmet sich diesem Problem. Bei Fahrrad macht Schule werden die Kinder auf die Prüfung vorbereitet. Das Projekt soll jetzt auch weiterhin bestehen bleiben. Razzia bei Kristallica. Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen den Geschäftsführer der Kristallica GmbH, Lutz Stache. Laut der Lausitzer Rundschau hat die Staatsanwaltschaft mehrere Büros durchsucht und Unterlagen gesichert. Gegen den Cottbuser Unternehmer läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Subventionsbetrug. Bei Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. Rhythmus im Blut. Die Cottbuser Musikspatzen haben letzten Samstag müde Knochen zum Schwingen gebracht.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Guten Morgen Cottbus sind sie über das Stadtfest gezogen. Morgen geht die Veranstaltungsreihe in die 40. Runde. Dann steht die Sängerin Conny Schubert auf der Bühne. Los geht's um 10.30 Uhr auf dem Platz am Stadtbrunnen. Die Liste der zu früh gestorbenen Musiker ist nahezu endlos. Sie reicht von Wolfgang Amadeus Mozart über Elvis bis hin zu Falco. Doch ihre Musik lebt weiter und ihre Songs hat man bis heute im Ohr. Und so ist es doch eigentlich ganz schön, wenn sich ihre Fans ab und zu auch optisch an ihre Idole erinnern können. Falco meets Queen, zwei Doubles der Musiklegenden der 80er Jahre, waren heute in Cottbus auf Promotion-Tour. Sie sind zwei der größten Musikstars der 80er Jahre. Und in Cottbus treffen sie aufeinander. Falco und Freddie Mercury von Queen. Im Oktober verbinden Axel Herrick als Falco und Sascha Lien als Freddie Mercury die schönsten und beliebtesten Songs der beiden Rockgrößen. Heute haben sie sich schon mal die Stadt angesehen. Die Idee, Falco und Queen zu kombinieren, kam vor einigen Jahren beim gemeinsamen Feierabend auf. Da muss ich ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Und zwar, anno 2000 wurde ich engagiert als Hauptdarsteller im Musical Falco meets Amadeus in Berlin im Theater des Westens und habe dort die Hauptrolle ungefähr 6 Jahre gespielt. Und der liebe Sascha ist dann ein bisschen später, das kannst du erzählen. Ja, 2007 zu dem Musical We Will Rock You gekommen. Genau, und haben uns dann immer auf Konzerten, Gala-Veranstaltungen etc. getroffen mit den Highlights aus den beiden Musicals und haben gesehen, dass die Leute sowohl Falco mögen als auch Queen und saßen dann an einem legendären Abend an einer Hotelbar und sagten, lass uns das doch irgendwie mal zusammenführen, sodass wir zusammen raus spielen gehen können und dafür noch Geld bekommen und uns freuen. So haben die beiden bereits vor einiger Zeit eine Tour zusammen gemacht. Sie haben sich eine Geschichte überlegt und sie mit Songs verbunden. Doch die Fans sprangen mehr auf die Musik an. So wurde für die neue Tour die Story gestrichen und durch neue weitere Songs ersetzt. Falco und Freddie stehen bei ihren Auftritten aber nicht nur alleine auf der Bühne. Das Besondere ist, dass wir eine große Showtruppe sind mit einer echten Rockband, tollen Tanzensemble, tollem Licht und alle haben da richtig Bock drauf. Das war also nicht eine künstlich gecastete Show, sondern wie ja schon erwähnt, eine Idee von uns beiden. Wir haben dann gute befreundete Kollegen angerufen und haben uns wie so eine kleine Rock'n'Roll-Familie zusammengetan. Und ich denke, das Publikum merkt das auch, dass da für jeden das eine Herzensangelegenheit ist. Auf ihrer Stadttour haben Axel Herrick und Sascha Lien direkt noch einen Abstecher zu Radio Cottbus gemacht. Neben dem Interview haben sie auch gleich noch bewiesen, wie gut Falco und Queen zusammenpassen. Everybody, we will rock you. Im Oktober startet die Tour. Cottbus bildet am 22.10. den Abschluss der Konzerte Made in Heaven. Falco meets Queen am 22.10. in Cottbus. Seid dabei! Schon irgendwie gut drauf, die Jungs. Übrigens, falls jemand Interesse an dem Plakat hat, schreiben Sie einfach eine Mail an redaktion@lausitz-tv.de. Die erste Mail, die eingeht, hat gewonnen. Von zwei großen Musiklegenden zu drei Hollywood-Ikonen, Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon. Unvergessen als Trio in Manche mögen's heiß, eine der bekanntesten Komödien der 50er Jahre. Joe und Jerry sind pleite. Die zwei Jazzmusiker beobachten ein Blutbad der Mafia, können aber gerade noch fliehen. Der Mafia-Boss lässt sie im ganzen Land suchen. In ihrer Not verkleiden sie sich als Josephine und Daphne und schließen sich einer Damenkapelle an. Sie versuchen nicht aufzufliegen, doch das ist im Alltag einer Damenkapelle manchmal ziemlich knapp. Gute Nacht, Josephine. Gute Nacht, Joe. Was mit dir, Josephine? Gehst du nicht ins Bett? Gleich, Mr. Beanstalk. Ich muss mich nur noch fertig rasieren. An den Beinen. Hardy Brachmann und Heiko Walter spielen Joe und Jerry bzw. Josephine und Daphne. In Frauenkleidern zu spielen, ist für beide nichts Besonderes. Im Stück können sie nur so ihr Überleben sichern.
Und wenn man sich auch im echten Leben so lange kennt wie die beiden, macht es das natürlich noch leichter. Hardy und ich, wir kennen uns schon 25 Jahre, kann man sagen. In Wirklichkeit sind es 21. Oder sind es 21. Aber wir kennen uns eigentlich sehr gut und wissen auch, was der andere für Reaktionen hat, was der andere spielt. Das geht dann eigentlich nur manchmal mit einem Augenzwinkern, sind Sachen, die nicht ausgesprochen sind. Es funktioniert. Im Musical versuchen beide mit Hauptfigur Sugar zu flirten. Sie ist auch in der Damenkapelle. Im Film spielt Marilyn Monroe diese Hauptfigur. Schauspielerin Deborah Stanley will sich aber nicht an ihr orientieren. Sie will ihren eigenen Stil einbringen. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe den Film noch nie ganz durchgesehen. Aber natürlich die Szenen und die Fotos kenne ich von ihr als Sugar, von Some Like It Hot. Aber ich sagte mir, nach der Premiere werde ich dann erst vergleichen, wie wir beide anders interpretiert haben. Sie verkörpert also ihre eigene Sugar. Auch bei Hardy Brachmann und Heiko Walter haben sich die Charaktere erst während der Proben richtig entwickelt. Natürlich haben auch beide zusammengeprobt. Das klappt nicht bei jedem Stück, aber ob sie lieber einzeln oder zusammenspielen, da sind sie sich einig. Zusammenspielen, zusammen definitiv. Auf jeden Fall, ja. Und dann vor allem auch, wenn es alles stimmt und wenn das Gegenüber auch eben wirklich spielt und mitspielt. Weil nur eine einzelne Reaktion ist gar nichts auf der Bühne. Die ist nur dann etwas wert, wenn auch eine entsprechende Gegenreaktion kommt. Und das ist bei uns, glaube ich, funktioniert, denke ich. Genau. Im Stück verliebt sich Joe in Sugar. Deswegen schlüpft er in eine weitere Rolle, um ihr Herz zu erobern. Doch am Ende taucht die Mafia wieder auf, die Joe und Jerry immer noch verfolgt. Ja, und wenn Sie wissen wollen, ob die beiden Kerle heil davonkommen, die nächsten Vorstellungen gibt es am kommenden Dienstag, dem 28. Juni und dann nochmal am 1. und 6. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters. Das war's für heute. Machen Sie was Schönes aus dieser lauen Sommernacht. Kein Fußball, keine Gewitter. Es ist also alles möglich. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Mit diesem Expertenangebot der Woche spart ihr Zeit und Geld. Mit der Energieeffizienzklasse A3-fach Plus ist diese Bosch-Waschmaschine extrem sparsam. Mit einem Fassungsvermögen von 7 Kilogramm könnt ihr garantiert alles in einem Rutsch waschen. Und bei 1400 Umdrehungen die Minute ist eure Wäsche blitzschnell sauber und trocken. Und wenn ihr es einmal eilig habt, könnt ihr mit der Vario Perfect Option euren Waschgang um 65% beschleunigen bei gleichzeitig bestem Waschergebnis. Durch die Active Water Mengenautomatik dieser Maschine ist der Wasserverbrauch extrem gering und das schont natürlich euren Geldbeutel. Das übersichtliche LED-Display und die Komfortprogrammwähler sorgen für eine gute Übersicht und kinderleichte Bedienung. Mit dem Eco Silence Drive und dem Anti-Vibration Design könnt ihr selbst neben der Maschine noch ein Nickerchen machen. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr für nur 399 Euro in allen Expert-Fachmärkten oder unter www.expert.de. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Fenster auf heißt die Devise in der kommenden Nacht. Zwar ist es mit 20 bis 22 Grad immer noch sehr warm, aber gegen die Rekordhitze des Tages gibt es doch etwas Abkühlung. Gewitter werden diese Nacht noch nicht erwartet. Die kommen aber spätestens morgen auf uns zu. Zunächst gibt es am Tage noch etwas Sonnenschein und es wird mit 30 bis 33 Grad noch einmal schwül heiß.
Gegen Nachmittag erreichen dann die ersten Gewitterzellen die Lausitz. Örtlich kann es dann zu schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel kommen. Der Blick auf den Sonntag, die letzten Schauer ziehen ab, danach meist freundlich um 24 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Jetzt Probefahren im Autohaus Hertel und Söhne. Räumungsverkauf im Schuhhaus Rheinsberg in der Sprem. Ab 6. Juni Markenschuhe für jeden Fuß und in jeder Größe. Ab 20. Juni auch die Herbst-Winter-Kollektion im Ausverkauf. Alles reduziert und täglich immer neue Angebote. Räumungsverkauf im Schuhhaus Rheinsberg in der Sprem. Stell dir vor, du siehst einen richtig guten Film im Kino. Aber du weißt, es gibt noch so viel mehr davon. So viele Filme, die du alle im Kino sehen möchtest. Das wäre Kino ohne Limit. Mit der Unlimited Card kannst du so viele Filme in unseren Kinos sehen, wie du willst. Das ist Kino ohne Limit. Die UCI Unlimited Card. Eine Karte, alle Filme. Nur 22,50 Euro im Monat. Hol dir jetzt deine Unlimited Card. Online unter kinoohnelimit.de. Der legendäre Cottbusser Stadtwächter sucht dich. Als Servicekraft in Festeinstellung für 20 bis 30 Stunden pro Woche. Ideal auch für Quereinsteiger, Berufseinsteiger oder Langschläfer. Freu dich auf super Gehalt, planbare Freizeit und ein klasse Team. Schicke deine Bewerbung an info@stadtwächter.de. Laufen Sie für den Tierpark beim 5. EG Wohnen Charity Lauf. Los geht's am 2. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 5. EG Wohn Charity Lauf am 2. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Also eigentlich müsste das für die Tiger hier ja total kalt in Cottbus sein. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kämmerling? Nein, wir heizen ja hier mit dem Erdgas von den Stadtwerken Cottbus. Aha. Erdgas für Cottbus. Stadtwerke Cottbus. Ein gutes Gefühl, die Früchte der Arbeit in der Hand zu halten. Wir bieten bundesweit die Möglichkeit, international anerkannte Hochschulabschlüsse zu erreichen. Effektives Lernen sichert eine hohe Erfolgsquote. Auch ohne Abitur den Bachelor- und den Masterabschluss erwerben. Das berufsbegleitende und das duale Studium, der Karriere-Turbo für engagierte junge Berufstätige. Technische Akademie Wuppertal in Cottbus und Wildau.
zwischen Zirkuswagen und Zirkuszelt für eine Woche in die Welt des Zirkus eintauchen. Lerne unter professioneller Anleitung Jonglieren, Diabolo, Einrad, Akrobatik, Fakir, Seil- und Kugellaufen und viele weitere Zirkusdisziplinen. Eine Woche Spiel, Spaß und Training mit großer Abschlussvorführung für Freunde und Familie. Jetzt für die Sommerferien anmelden beim Harlekids e.V. aus Brieske bei Senftenberg. Weitere Informationen unter zpz-harlekids.de. Gehen Sie auf Entdeckungstour mit urlaubsreichaktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz. Auf urlaubsreichaktiv.de finden Sie die schönsten Rad- und Wandertouren vom Spreewald bis ins Seenland. Ob Sehenswertes oder Freizeitspaß, Tipps entlang der Strecke führen Sie zu interessanten Orten. Mit der kostenfreien urlaubsreichaktiv.de App haben Sie alle wichtigen Infos zur Tour auf dem Smartphone immer dabei. Mit dem praktischen Faltplan zum Ausdrucken können Sie auch alle Touren ohne Smartphone erkunden. Radfahren und Wandern in der Lausitz? Natürlich mit urlaubsreichaktiv.de, dem Tourenportal der Lausitz.